Nach zwei Niederlagen in den vergangenen Wochen feierten die Mecklenburger Stiere am 31. Oktober in der Palmberg Arena ein fulminantes Comeback. Allerdings hatte die Mannschaft von Trainer Norbert Henke gegen das Tabellenschlusslicht, den VfL Vredenbeck, auch ein leichtes Spiel. Bereits nach 12 Minuten stand es für die Gastgeber 10:3. Und diesmal hielten die Stiere das Tempo konsequent hoch. Ja, man muss ja ehrlich bleiben bei sowas und sagen, also der Gegner hat heute, Vredenbeck hat heute einen ganz schlechten Tag gehabt. Das hat man gesehen. Die haben auch nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt, wir aber auch nicht. Aber wir sind ins Spiel gekommen und haben 6:1 geführt. Und das ist dann der Schlüssel. In den letzten Spielen haben wir es dann einfach schleifen lassen und haben nicht konsequent nachgesetzt, heute ja. Und zur Halbzeit war das Spiel entschieden, ganz klar, keine Frage. Und wir sind da sehr glücklich drüber. Die Gäste vom VfL Vredenbeck leisteten sich von Beginn an zu viele Fehler, die Stiere sich zunutze machen konnten. Allerdings vergaben die Gastgeber in der zweiten Hälfte auch mehrere Torchancen. Trainer Henke war im Wechselmodus und ermöglichte so jedem seinen Spielanteil, so dass sich das Team erst einmal wieder finden musste. Von uns erwartet man immer sofort Höchstleistung, aber wir sind, wie gesagt, eine relativ neue Mannschaft. Wir müssen wachsen, zusammenwachsen. Und das ist heute wieder ein Schritt gewesen. Natürlich haben wir in Berlin nicht berauschend gespielt, gar keine Frage. Und natürlich war Altenholz ein sehr starker Gegner. Aber ich sag mal, solche Spiele wie heute reichen dann, um die Brust breiter zu kriegen und dann auch wieder mit viel mehr Selbstvertrauen jetzt zur Ostsee zu fahren und zu sagen, wir können das und wir sind gut gerüstet für alles, was jetzt noch kommt. Verdient gingen die Stiere am Ende mit einem 38:26 aus der Partie und rutschten so von Rang 8 auf Rang 4 der Tabelle. Am 13. November muss sich die Mannschaft dann auswärts bei der HSG Ostsee beweisen. Mit dem Sieg gegen den VfL Vredenbeck bestimmt mit mehr Selbstbewusstsein im Gepäck.